Hallo und herzlich willkommen zurück zu Desperados 3. Heute geht es weiter mit der Mission A Captain of Industry, ein Industriekapitän. Entschuldigung. Und das Ganze spielt auf Dewitts Hacienda, wo er offensichtlich eine Party schmeißt. Und ich denke mal, wir sind die Partycrasher. Ah, Frank, there you are. Did you already brief the men for the evening? I expect everyone to be on their best behavior when the guests arrive. Do me the courtesy and look at me when I speak to you. Yeah, I've just been thinking. Kind of tired of you, Vincent. Please, Frank. I really think you're too old for this kind of stuff. Yeah, maybe you're right. Too old to mingle with trash like you. Frank? Don't just stand around, you buffoon! Come on, Frank. You think you got what it takes, Bill? Hmm? Didn't think so. Enjoy your party, Vincent. Enjoy it like there's no tomorrow. What now, sir? Nothing. We proceed as planned. I won't accept any further interruptions. So, anscheinend mögen unsere beiden Schurken sich auch nicht besonders. Aber da Frank offenbar das macht, was er schon das ganze Spiel über macht, nämlich sich irgendwohin verdrücken, werden wir vermutlich auch in dieser Folge nicht mit ihm abrechnen können. Dafür können wir dem guten David möglicherweise seine Party versauen. Ist auch schon mal ein Anfang. Help you, Miss O'Hara? I don't think anybody's watching us here. Yeah, just trying to get in the mood. Oh, are you? I say you two make a fine couple. Maybe it's a bit much? It'll be fine. But we should get rid of those irons. They don't fit your new look, Mr. Cooper. Well, I'm afraid you got a point there, Marshal. Now that's a side I could get used to. All right. Let's go through the plan. DeWitt's party's underway. Naturally, he's made himself the center of attention. You'll need to get in there, knock the bastard out, and, well, extract him from the premises. Remember, I want him alive. So don't be too rough on him. I also don't want any of the guests to be harmed. You got it? Drag him to the wagon and saddle up and get the hell out of there. DeWitt has two major events planned for this evening. At the front gardens, there's a fireworks show under preparation. You don't need to light up both stashes. Just pick one and light the fuse. And in the backyard, DeWitt's gonna show off some new invention to the guests. You're gonna need a strong guy like Hector to start the generator before you flip the switch on the main thing. If you manage all of that, it should be enough to draw the guests away from DeWitt. Your friend should have arrived down at the shore by now. They'll make their own way in. That's about it. Show your invitations at the front gate,
and enjoy the party. I'm gonna head out in a bit. See you back at the meeting place. And good luck. Should we head in, Miss O'Hara? Someone's taken his role quite seriously, Mr. Cooper. Hey, I'm just following the plan. All right, let's do this. So, die haben ja anscheinend schon vergessen, was Cooper ihnen eingebrockt hat. Jedenfalls reden sie wieder freundlich miteinander. Und wir haben einiges zu tun. Also wir müssen die Gäste ablenken mit dem Feuerwerk und dieser neuen Erfindung. David einsacken, keine Zivilisten töten. Ich weiß allerdings nicht, ja, ausnocken können wir sie und fesseln auch. Und natürlich müssen wir auch an der Party selbst teilnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass in dem Aufzug beide getarnt sind. Aber das werden wir ja in sehr kurzer Zeit herausfinden. Angeblich müssen wir ja nur hier Einladung vorzeigen und gut. Und falls das mit unserer Verkleidung ein Problem ist, werden wir das sehr, sehr schnell merken. Marshall wouldn't want us to harm any guests. Doesn't mean we can't cut in. After you, miss. No need to cause trouble just yet. How big is this place? Meet you there. Können auf jeden Fall Fähigkeiten einsetzen, das ist schon mal gut. Come on. May I see your invitation? Thank you, sir. Have a pleasant evening. Not this way. We were here first. How rude. You're there. On my way. Must be. We fit right in. Gotta say, I feel kind of naked without my holster. Maybe you should try it more often. So, die meckern schon alle, weil wir zuerst reingelassen wurden. Aber das kann uns ja jetzt mal gerade egal sein. Gut, damit sind wir schon mal drin. Und hier wird es dann langsam spannend. According to the Marshal, there's fireworks near the pond. We don't have far to go then. Wir haben nur ein Problem, dass da ein Longcoat ist, der durch unsere Verkleidung natürlich schauen kann. Und wir haben jetzt auch nicht unglaublich viele Möglichkeiten, uns zu verstecken, aber immerhin ein paar. Dann würde ich sagen, parken wir unsere zwei Turteltäubchen hier mal. Looks like we found the fireworks. We're gonna need some privacy before we light the fuse. Hier gibt es einen neuen Hinweis. Hilft uns jetzt nicht so viel. Ich würde jetzt erstmal kurz schauen, wie ich mit den beiden Herzen hier vorankomme. Let's get going. Belly of the beast. All right. We're here. Up. Could you let down that ladder? Don't worry, big guy. I got you. Der erste Teil ist noch relativ klar. This is gonna be good. Weil unser Riesenbaby nicht am Efeu hochklettern kann. You know, this would be a lot easier if you could swim. I can, but I have to carry Bianca. Yeah, I'm ready. Let's light this up. The fuck? Come on, amigo. He messes with the brain. Why did he leave all of a sudden? I don't get it. Guess he finally got fed up with the bit.
So, hört auf zu labern. Ich muss den Kerl töten. Time for the axe. Let's go. Not your lucky day. Over there? No problem. Looks like it's not going to be so schwer. This looks like easy going. Single patrols, long routes, clear view. McCoy would have a field day out here. Sounds like you miss the old grump. Yeah, like hell. Good girl. There she is. Das war jetzt mal ein leichter Start. Das wird vermutlich nicht so bleiben. Hector muss auf jeden Fall den langen Weg nehmen. Weil ich gehe mal schwer davon aus, dass es nicht möglich ist, dass sie die Leiter runterlässt, ohne dass es hier zu Komplikationen kommt. Wieder zurückkommt, um mit dem Longcode zu reden, dann ist der hier unbewacht. I'm in the mood for some chopping. All right. Off you go. Oh, I needed that. There's those tracks of those. The fuck? Let's do this. So. Let's give him some trouble. Trial and error. Let's see what we can do. Let's get moving, amigo. Hey. Let's light this up. So.
Jetzt sind die zwei schon mal ein Stück näher. Aber noch nicht so richtig da. Allzu viele Gelegenheiten für Krachbumm gibt es hier nicht. Deswegen mache ich es mir jetzt hier gleich mal einfach. Ach, das hört natürlich da oben jemand. Na. Dann fällt das schon mal aus. Gut. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, ich stehe an der falschen Stelle. Der von da oben natürlich genau dieses kleine Abschnittchen einsehen kann. Das ist ja logisch, ne? Entwickler sind Arschlöcher. Gelaufen. Zumindest für ihn. Wo kommen wir denn da hin, wenn ich hier reingehe? Etwa ganz da hinten. Tatsache. Oh, das bringt mich schon wieder auf viele miese Ideen.
wird auf jeden Fall in der Nähe von dem Stromgenerator, was schon mal gut ist. Let's punch it. Hier sieht auch noch eine hervorragende Gelegenheit aus, den da loszuwerden. Oh, I'm ready for anything. Leider war ich jetzt etwas zu langsam für den Zyklus, aber das kriegen wir sicherlich gleich besser hin. Einfach stumpf zu langsam. She's still got it. I see. Bianca returns to me. What's up? So, dann nehme ich jetzt mal die etwas windigere. Gut. Dann muss ich da vielleicht doch ein bisschen kreativer werden. Let's do this. I could do this all day. Yeah, I like that. Also diese Fähigkeit ist schon beeindruckend. Bianca's a fine lady too. Believe me. Remember what Wayne told us. We can't kill any of the guests. Sure. I'll just put them to sleep instead. Gut, es gab jetzt einen Erfolg, aber irgendwie
Machte denn die das hier nicht, ja? Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. We can't kill any of the guests. Sure. I'll just put them to sleep instead. Yeah, I got it. All right. Can't believe we'll all get double pay. Yeah, Frank's missing out. Oder noch mal kurz was anderes. I can't get there. What's with the glass ball? Must be the rich new toy. Wayne said you'd have to crank up the generator. Leave it to me. This way, amigo. Ich war versteckt. Wieso sieht er das trotzdem? For some chopping. What's with the glass ball? It must be DeWitt's new toy. Wayne said you'd have to crank up the generator. Leave it to me. Keep your eyes peeled. Das von da aus auch. Das tue ich nicht. Na heck, da muss ich aufrichten. What's with the glass ball? It must be DeWitt's new toy. Wayne said you'd have to crank up the generator. Leave it to me. Gut. Yeah, I like that. Just entertain the guests. This is the party. I can smell the food from here. Keep it together, Hector. I got a task. Reicht das für die Katze? Ja. Reicht für die Katze. Und dann sollte es eigentlich auch reichen, um da jemanden Platz zu machen. Ja, yeah, I'm ready. Don't worry. We'll have time for business later. Okay, this next waltz. We normally play at weddings. It's good for all the kids. I've got the strength. Sure thing, amigo. Fuck. Set your eye on something. Falscher Charakter. Let's be quick about it. Ich könnte mir glatt vorstellen. Dass man im richtigen Moment die Jungs ausschalten kann.
vorzugsweise nicht, wenn der jetzt hier seine Runde dreht. Stimmt, aber das stört mich sonst auch nicht. Die ganze Zeit guckt der Typ weg. Gut, jetzt spulen wir mal ein bisschen vor, bla bla bla. Keiner hin. Ja, genau, in dem Moment dreht sich einer um. Ich glaube, da guckt keiner die Treppe hoch. So weit. No problem. Gotcha. Trotzdem gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Nicht. Gut, zwei von unseren Partycrashern sind in der Nähe des Generators. Glücklicherweise auch gerade der, der die Kraft hat, das Ding zu bedienen. Und zwei sind in der Nähe der Feuerwerke. Damit sollten wir eigentlich die Ablenkung starten können. Leider ist jedoch das echte Leben unterwegs und deswegen muss ich diesen Teil der Aufnahme jetzt beenden, aber wir machen dann wie immer für euch ohne große Unterbrechung mit Teil 2 weiter und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Casuality.